So, wir bearbeiten heute die Aufgabe 6 zum hessischen Satz und davon die Aufgabe C, Zeichnen eines Enthalpiediagramms. Da sollen wir die vier verschiedenen Stufen Elemente, Produkte flüssig, Produkte gasförmig und Atome einzeichnen. Zudem dann noch die Stufe der Edukte. Und wir haben in einer Tabelle weiter unten ein paar molare Standardbildungsenthalpien gegeben. Dann können wir die nutzen, um erstmal ein paar zu berechnen, um eine grobe Einordnung vorzunehmen. Da beginnen wir mit den Elementen. Die Bildungsenthalpien der Elemente ist standard gemäß auf 0, das ist per Definition so vorgegeben. Die der Produkte flüssig lässt sich errechnen mit den vorgegebenen Werten. Die der Elemente ist wieder 0, sprich Stickstoff ist 2 mal 0. Die des Wassers beträgt dann 4 mal minus 285,84 Kilojoule pro Mol. Da muss man darauf achten, dass die eben flüssig ist und nicht gasförmig. Ja, und zweimal Kohlenstoffdioxid gasförmig hat eben die Standardbildungsenthalpie minus 393,51 mal 2, sodass wir auf einen Wert von minus 1930,38 Kilojoule pro Mol kommen. Dasselbe lässt sich dann mit den Produkten gasförmig vornehmen. Hier muss man dann eben darauf achten, die Standardbildungsenthalpie des Wassers vorzunehmen, die eben ein bisschen energieärmer ist, sprich im Enthalpiediagramm weiter oben liegt. Ja, die Standardbildungsenthalpien der Atome ist einfach sehr viel größer 0, also sehr stark positiv, da von den Elementen ausgehend ja viele Bildungen gespalten werden müssen und dafür muss viel Energie aufgebracht werden. Und zuletzt die Edukte, die müssen also die Bildungsenthalpien davon wird negativ sein, aber nicht so stark negativ, die wird zwischen den Elementen der Nullstufe und eben den Produkten liegen. Dann kommen wir auch schon zum Zeichnen des eigentlichen Enthalpiediagramms. Hier sind die fünf Stufen schon mal vorgefertigt. Auf die Y-Achse kommt dann der Energiegehalt. Da starten wir auf dem Nulllevel mit den Elementen. Dann die Atome, die eben sehr weit oben liegen. Die Bildungsenthalpie ist stark positiv. Dann zu den Produkten gasförmig, die eben, wie schon gesagt, etwas energetisch höher liegen als die Produkte flüssig. Und die Elemente, wie auch gerade schon gesagt, liegen zwischen die Edukte liegen zwischen den Elementen und den Produkten. Und das war auch schon das Zeichnen eines Enthalpiediagramms.